Los. Hallo, meine Freunde. Heute fragen wir, was ist so typisch an Deutschen? Etwa das Bier? Das gute deutsche Essen? Sorgt wirklich für Gänsehaut pur. Er zeigt etwa diese deutschen langweiligen Nachrichten? Alter, jetzt ernst mal. Meine Freunde, mögt ihr sowas? Morgen sind es 20 Grad. Danach sind es 19 Grad. Deutsche und englische Soldaten machen dies und das. Der gute Kaffee oder unser gutes Berlin oder die guten deutschen Waffen. Was davon können wir ausschließen? Was davon kann bleiben? Okay, widmen wir uns Berlin. Ernsthaft, findet ihr Berlin schön? Lena, findest du Berlin schön? Ich war noch nie. Vielleicht nicht. Da sind also so viele Menschen, Alter. So wie ich es kenne, trifft alles aufeinander. Es war eigentlich nie. Es war einmal ja nicht ganz Deutschland. Es war einmal ein Teil von Deutschland. Es ist ja immer noch. Aber es war ja ummauert. Ich verkenne mich damit auch nicht so gut aus. Aber ich finde Berlin auch nicht so schön. So viele Drogendealer. So viel Schießerei. So viel Kriminalität. Also, man kommt schnell um die Ecke. Die guten deutschen Waffen. So wie ich das kenne, die deutschen Waffen die besten. Ja, so höre ich das von vielen Menschen. Amerikanische Waffen sollen ja nicht so gut sein. Das chinesische. Nennt mir mal eine chinesische Waffe. Schreibt in die Kommentare. Und go. Der Kaffee. Ja, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke Kakao. Ausgeschlossen. Oder? Der Nachrichten, wie ich ja gesagt habe, passt nicht Nachrichten. Morgen sind es 20 Grad, also ausgeschlossen. Erstaunlicherweise, wie ihr wisst, wurde das Bier in Deutschland erfunden. Nicht nur das Bier, der Hamburger in Hamburg, der Döner in Berlin. Die erste Dönerbude der Welt steht sogar noch in Berlin. Dort stehen meistens über tausende Menschen in der Schlange. Das wusste ich nicht. Ja, da lernt er was. Oder das Brötchen, zum Beispiel hier. Also, ich finde, die deutsche Küche ist die beste. Bratwurst, Hähnchen. Die Barbaren damals schon haben das beste Fleisch gegessen. So, ich hoffe, euch hat diese wissenswerte Folge gefallen. Und dann bis später.